Was? Wieso müsst ihr überhaupt runterladen? Das lädt doch keiner mehr runter, oder? Ich lade runter. Ja? Ich lade das anders? Das Helene Fischer-Album kann runter. Kann man das noch anders machen? Volle Fahrt voraus! Streaming! Nein, Streaming! Da gibt's sowas. Stream. Ja, aber Streaming, da habe ich es ja nicht. Aber wenn ich dann im Flugzeug bin, ja? Und ich fliege durch die Weltgeschichte. Auch hier gilt der Alvi. Wie haben wir es nochmal genannt, unser T-Shirt? zu dritt ein Paar. Zu dritt ein. Und wie war es denn jetzt? Wir haben die ganze Zeit weiter diskutiert. Deswegen du denkst, gar wir nicht drehen dir ein Katzenvideo. Irgendjemand, du hast doch gesagt, ihr dreht mir ein Katzenvideo. Nein, wir haben heute ein. Lukas und ich haben heute. Wir haben das Programm quasi übernommen. Also wir werden etwas zeigen, was. Ich habe sowieso das geschmitzt, 23 Uhr hier in Sat.1 heute. Und dann ein Herzensprojekt eines weiteren Kollegen, und zwar von unserem lieben Chris Wackert, ein Hörbuch für Kinder. Ja. Und zwar geht es da um Klimaschutz, um Dankbarkeit, um Achtsamkeit und Entschleunigung. Und wie wir wissen, Chris ist unheimlich entschleunigt. Ich glaube, der kann jedes Kind, weißt du, abends, wenn, was wir nicht schaffen, unsere Kinder abends in den Schlaf zu lesen oder so weit runterzufahren, Chris schafft das. Er ist ja passionierter Patenonkel, hat er gestern wieder zu gepostet. Wir gucken uns das mal an, Chris im Tonstudio. Ich bin dein Zuhause. Fischer oder Haunerland? Ich glaube, Vulkane ist ihr zu wild. Ich sage auch Haunerland. Vulkan bist eher du. Der Vulkan? Ja, ja. Es ist die Fischer. Nein! Doch, und zwar hat sie in diesen 24 Songs einen Song für die Umwelt, für unsere Mutter Erde, sogar mit dem obligatorischen Kinderchor hinten raus, dass wir was tun müssen. Ich kann mal kurz anspielen. Ich bin dein Zuhause, pass du auf mich auf, ich will dir vertrauen. Und da geht es eigentlich um unsere Meere, um unsere Flüsse, um die Muttererde. Die spielt doch nächstes Jahr ein Konzert in München, ne? Irgendwie 150.000 Zuschauer oder sowas. Da wird dann dieses Album gespielt, ja? Und am Schluss noch Atemlos wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Aber weiter. Nächster Satz, nächste Textzeile. Dort, wo keine Schilder stehen, wo alle Uhren richtig gehen. Fischer oder Haunerland? Jetzt war gerade Fischer, dann ist jetzt... Nee, ich sag trotzdem, das ist die Fischer. Ich sag, das ist der Haunerland. Wo alle Uhren... sie ist ja immer so wahnsinnig weichgespült. Hoffentlich aber Lukas ist halt auch so weichgespült. Der ist noch weicher. Es ist der Haunerland. Nein, wirklich? Oh nein, ehrlich? Es ist der Song dort, wo es darum geht, irgendwo hinzufahren, wo man ganz bei sich ist. Und dort, wo keine Schilder stehen, wo alle Uhren... Nee, weil du gestern gesagt hast, dass du, Berlin, dass du so auf Berlin stehst. Ich dachte, dann bist du eher so der Rau. Aber gut, okay. Ich habe noch viele, viele weitere Sätze. Machen wir den ganzen Morgen Fischer oder Haunerland? Unbedingt. Du hast den ersten Punkt, Matze. Aber ich freue mich. Das ist mein neues Lieblingsspiel. Fischer oder Haunerland. Super. So, wir haben uns die Bilder der Flugkatastrophe im Westen Deutschlands oft angeschaut. Die haben uns in den letzten Monaten bewegt. Ich bin selber da gewesen und war echt schockiert. Und vor allem, es sieht immer noch so krass aus. Wir erinnern uns, oder Sie sich vielleicht auch an die Rettung der 84-jährigen Hildegard. Sie saß auf dem Dach eines Hauses fest, musste mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden. Und jetzt trifft sie den Mann wieder, der damals da war, um sie zu retten. Dolphins und die Jacksonville Jaguars? Die Jacksonville Jaguars. Pass auf. Und der Trainer der Jaguars, Urban Meyer, stand zuletzt... nicht gerade für hochklassigen Football, sondern für Skandale. Stell dir das mal vor. Nee, ich weiß, die wir heute Morgen hier erzählen, das Ganze kurz nach 6 im Frühstücksfernsehen. Schön, dass Sie mit uns aufstehen. Das gilt natürlich auch für Jule Gülsdorf. Oh, Jule hat mir heute eine rote Betelatte mitgebracht. Der passt optisch zu meinem Oberteil. Das ist eine genauso rote pink, Betelatte? Ja, wir stehen ja, auf das so ist Zeug. Die gesunde Alternative zu Kaffee. Das klingt ja ekelhaft. Ich bin total. Jule hat mit mir damit heute die erste Freude des Tages gemacht. Dankeschön, Jule. Bringst du mir auch mal irgendwann eine rote Betelatte? Mit? Ich bringe dir einen Kurkuma-Latte mit, eine Alternative zu machen. Einen schönen guten Morgen. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP wollen heute das Ergebnis ihrer Sondierungen bekannt geben. Am 6.14 Uhr haben wir es. Wir freuen uns, dass Sie mit uns aufstehen. Und das wird auch ein besonderer Tag der Freude für Sängerin Helene Fischer und all ihre... Mit den Backstage-News, dazu noch mehr Promi-Meldungen, versprochen an ein paar Minuten. Genau, ich muss gleich niesen, deswegen. Niesen? Mhm. Schnell. Nee, kommt noch. Drei. Kommt noch nicht. Zwei.
Die wundervolle Amira Tröger ist da. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe vorhin gesagt, Helene Fischer im 7. Monat schwanger. Ich habe das gestern irgendwo gelesen. Ich habe keine Ahnung. Du, jeder berichtet ja was anderes, aber eigentlich sind es um die 4 Monate. Wir werden auch gleich sehen, wie sie aussieht. Sie ist auf jeden Fall schwanger. Total verrückt. Amira ist schwanger. Weiß alles. Ja. Deswegen fragen wir dich jetzt auch. Helene ist zurück. Ja. Und es ist der Augenblick, auf den die Fans von Helene Fischer seit Monaten hinfiebern. Seit Mitternacht ist nämlich das neue Album da. Und das feiert Helene mit einer Live-Sendung auf YouTube. Und natürlich wollten die Fans neben der Musik eines sehen, und zwar ihren Babybauch. Aber direkt die erste Enttäuschung: sie zeigt sich mit einem riesigen weißen Oversize-Pulli, wo man ja nichts sehen kann. Wer ist denn die andere Frau? Ullmann. Bitte? Janine Ullmann. Janine Ullmann. Genau, Ullmann. Ach, Janine Ullmann. Die war mit dabei, hat also durch diese Live-Sendung mit zusammengeführt. Ja, das finde ich ja ganz, fand ich einen tollen Job. Also ich war jetzt gerade ganz neidisch. Das ist super für sie, ja. Matze, du machst mich fertig, ey. So, warum? Aber es geht um Helene Fischer. Helene Fischer-Interview, weil die macht mich ja total selten. Dann ist sie auch noch schwanger. Wer ist die andere Frau eigentlich? Ja. So, okay, es geht aber um Helene Fischer. So was will man doch moderieren, das ist doch toll. Es ist eine super Gelegenheit, natürlich. So, aber es geht um Helene. Sie... Man sieht halt nicht so viel, aber dafür äußert sie sich das erste Mal persönlich zu ihrer Schwangerschaft. Also ich meine, besser kann es nicht laufen. Es ist gerade alles so, wie man sich das tatsächlich, wobei so konnte man sich das nicht vorstellen. Also ich habe es mir gewünscht, dass alles so aufgeht, aber dass jetzt alles so auf einmal so wirklich so positiv ist und so aufgeht, da bin ich schon sehr glücklich, ja. Mega. Ja, schon sehr süß. Sehr nett. Ich bin gespannt. Es strahlt sie. Wie das jetzt wird mit den ganzen Live-Shows, wird sich wahrscheinlich viel verändern. Ich meine, sie verändert sich, es kommt ein Baby dazu, es wird spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall. 20 Minuten Pause, Stillpause. Also warte mal ab. Ja, das wird irre. Du, das ist gar nicht schlecht. Kann man sich Getränke holen und sie wieder hinsetzen. Ja, so. Auf dem Trapez. Und auch bei den beiden, nach 3,5 Jahren Beziehung, wohnen Schauspieler Matthias Schweighöfer und seine Freundin Ruby Ophée immer noch nicht zusammen. Das hat er jetzt in einem Interview verraten. Er kann NFL schauen, während sie Mädelsabende macht. Und man verabredet sich eben halt noch aktiv und verfällt nicht der Alltagsroutine. Und das scheint ihrer Liebe gut zu tun. Und wir wollten wissen, wie machen das andere Promi-Paare, und haben auf dem roten Teppich der Tribute to Bambi Gala mal nachgefragt. Für uns kommt gar nicht in Frage, nicht mal so lang voneinander getrennt zu sein. Also wenn er nicht zu Hause ist, ist es schon komisch, das Bett ist sehr leer. Und deswegen freue ich mich, dass wir seit fast 18 Jahren zusammen wohnen. Ja, und so soll es auch bleiben. Also ich bin sehr glücklich mit Franja. Wir sind relativ schnell zusammengezogen und seitdem sind wir beide eigentlich sehr happy. Ja, wie das so ist, wenn zwei Menschen zusammenziehen, die viele Gemeinsamkeiten haben, aber natürlich auch viel Unterschiedliches. Ich bin sehr ordentlich, mein Mann ist sehr chaotisch und das muss man dann alles unter einen Hut bringen. Ich finde, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich höre das immer wieder. Zieht man zusammen, zieht man nicht zusammen? Ich kenne von unseren Kollegen teilweise Menschen, die sagen, gar nicht zusammenziehen. Also einer unserer Kollegen wohnt seit 18 Jahren nicht mit seiner Freundin zusammen und meint, das ist das Geheimnis der Beziehung. Aber ist seine Freundin oder seine Frau? Seine Freundin, aber seit 18 Jahren. Wow. Ich habe das neulich bei diesem, ich fand diesen Fußballer, der das gepostet hat, so toll und so lustig, als er geschrieben hat, Instagram down, Facebook down, WhatsApp Stimmt. down, habe mich mit meiner Frau unterhalten. Eine sehr nette Person. Aber wie denkst du darüber? Lieber schneller Bitte? Zusammenziehen, lieber schneller zusammenziehen oder lieber noch warten? Vielleicht gar nicht zusammenziehen? Ich meine, es ist ja eigentlich nur so dieses gesellschaftliche Ding, dass man irgendwann zusammenzieht. Ich bin halt Fan von Ich glaube, wir zusammen. Verlieren uns jetzt in unserer ja, persönlichen Geschichte. Wir haben nämlich noch Nachwuchsmodel Leni Klum auf dem roten Teppich in L.A. Und wen sie dabei hatte, ist eine Premiere. Nachwuchsmodel Leni Klum auf dem roten Teppich. Und das ohne Mama Heidi. Dafür aber zum ersten Mal mit gleich zwei männlichen Begleitern. Zum einen mit Adoptivvater Seal, und bei genauem Hinsehen fällt auf, die beiden tragen den gleichen Nagellack. Eine süße Geste. Noch süßer? Zum ersten Mal zeigt sich Leni Klum öffentlich mit ihrem Freund Aris. Damit ist wohl klar, das ist wirklich etwas Ernstes zwischen den beiden Teenies. Sehr süß. Wow. 17, ja. ne? Mhm. Die 17. Es ist so Junge Liebe. Wahnsinn. Ich bin immer noch bei dem Zusammenziehen. Ja. Ja. Wir sind hier zusammengezogen, ja, in unserer kleinen Frühstücksfernsehen-WG. Wir mögen es gerne. Ein sehr umstrittenes Pilotprojekt startet in Köln. Gleich unser nächstes ernstes Thema. Und zwar mit dem Ruf des Muezzin. Können in einer festgelegten Zeit die muslimischen Gläubigen zum Gebet gerufen werden? Ist das tatsächlich ein Zeichen für Toleranz in einer offenen und demokratischen Gesellschaft? Das wird heiß diskutiert und wir machen das gleich auch. Bleiben Sie unbedingt dran. So, jetzt Jule Gölsdorf. Übrigens, mittlerweile hat es der,
Wie heißt der Latte nochmal? Rote Bete-Latte hat es in mein Glas geschafft. Also können wir ganz kurz vielleicht noch zeigen. Ja, der Rote Bete-Latte hat es in die Sendung geschafft. Ich finde den der Knaller. Ich stehe auf abgefahrenes Zeug. Das weiß die Jule natürlich. Guck mal, wenn man es in dieses Blaue hält, da sieht man es noch. Und dieses Gerät hat Jule Gölsdorf mitgebracht. Danke, Jule. Ich finde es super. Also, sehr gerne. Schmeckt es denn? Oder? Gut, ich finde es gut. Darf ich das mal probieren? Ich mag das. Jetzt wird er gleich sein Gesicht verziehen. Wir werden es gleich zeigen. Einen schönen guten Tag.